Willkommen zurück beim zickigen Pärchen von Dark Parables, Jack und das Königreich der Lüfte, mit Jack und seiner Freundin. A long time ago, ja, ja. Und wir nehmen mal die ganzen Sachen mit. The Bull-Eyed Shard was a great treasure. Ja, ich mach... Ich vergesse immer, dass ich nicht ein zweites Mal irgendwo draufklicken sollte, bevor ich nicht überlege, ob die Leute nicht alles nochmal quatschen. Ich frage mich, wohin diese Tür führt. Ja, das frage ich mich auch. Und dann haben wir hier Sachen und da haben wir Sachen und überall haben wir Sachen. 2 von 4, der gierige Herrscher des Königreichs der Lüfte. So. Was kann man denn hier mal machen? Da fehlt was. Was fehlt denn da? Da fehlt halt was. Und was fehlt hier? Da fehlt auch noch was. Irgendwas, was ich da reintun kann? Laut auf den Ohren. Glaube nicht. Kann ich zurückgehen und woanders nochmal gucken, ob ich hier irgendwas einsetzen kann? Hier zum Beispiel? Ne? Das da? Ja! Ja, und das Schädelding da rein. Genau. Der verbrennt den. Ritter, der Ritter braucht eine volle Rüstung. Hat er aber halt nicht. Der feuerspeiende Drache wirkt wie aus einer mittelalterlichen Szene. Ja. Das ist wohl so. Da ist irgendwas in der Tasche. Die können wir bestimmt mit einem Dolch aufschnibbeln. Und was kommt dabei heraus? Ein Wimmelbild. Yay. So, und dann sammeln wir den ganzen Kram hier ein. Oh, da ist noch was. Da ist auch was dahinter. Und Seepferdchen-Gedöns. Wo ist denn das Seepferdchen? Ist das irgendwo und versteckt noch hinter irgendwas, was ich aufmachen soll? Oder sehe ich es nur nicht? Ich sehe es nur nicht, ne? Okay, toll. Das natürlich noch und... Und der Stein. Und der Stern. Da ist das Seepferdchen. Wo ist denn da der Stern? Gibt hier auch noch einen Seestern? Ein Seestern. Und ein goldenes Kringeldingel. Tipp bitte. Okay, das habe ich null nicht gesehen. Und wo ist der Stern? Da oben. Und jetzt habe ich eine Muscheltrommel. Uha, okay. So, damit hauen wir ab. Warte. Warte. Da war da jetzt wirklich alles weggesammelt, oder? Okay, gut. Dann können wir hier hin. Und dann packe ich die Trommel dahin, dann sind die Instrumente nämlich alle hier finish. Oder auch nicht. Doch, ich kann da noch was nehmen. Engelsarmreif und dann kommt da noch was anderes wieder rein. Ach, der Armreif. Oh Gott, wo setze ich den denn ein? Hier, bei ihr war das eigentlich nicht. Das war... War das die hier? Welche war denn das nochmal? Irgendwo die, irgendeine wollte doch noch was zum Anziehen. Hier oben vielleicht? Da so? Hier so? Nee. Hier bin ich ganz falsch. Hier bin ich auch ganz falsch. Da vielleicht? Die hier? Nein. Nein, nein, nein. Da drinne war das hier. Hier ist auch noch was. Ach so, hier war noch das hier, dieses lila Puffzeug. Der Duft der Blume macht mich ganz benommen. Ich muss sie abdecken. Abdecken, abdecken, abdecken. Keine Ahnung. Das Abzeichen sieht anders aus, ja. Aber irgendwie kann ich hier auch nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Wo war das denn? Nee, also noch weiter zurück kann ich eigentlich nicht. Kann ich hier die Glocke reintun? Nein, da gehörte Emmas Porträt Engelsarmreif. Ja, dann bin ich eigentlich angeblich hier richtig, aber eigentlich kann man danach sowieso nicht gehen. Nein, das... Nein. Leute, wo soll ich denn hin? Bestimmt hier irgendwas noch machen. Prachtvolles Baby. Hier. Was soll hier eigentlich hin als nächstes? An antiken Spielo fehlt eine Kurbel.
Habe ich aber auch nicht. Keine Kurbel. Keine Musik. Ein wundervoll gearbeitetes Puppenhaus. Niemand spielt damit. Da kann ich auch nichts machen. Kann ich hier noch was machen? Den Blumen oder so. Sich quasi selbst gegenüberstehen. Ah, die arme Emma. Die arme Emma. Hm. Was mache ich denn jetzt mal? Wo gehe ich denn jetzt mal hin? Kann ich hier vielleicht noch was machen? Sieht aus, als ob der Ring, den ich gefunden habe, Teil des Siegels auf dem Kästchen ist. Ich hatte ja hier schon was rausgeholt. Da habe ich auch was gemacht. Da, 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 da. Das ist ja ein Ding. Ich brauche mal einen Tipp, glaube ich. Führ mich mal weg, wo ich hin soll. Genau. Aha. Ja, okay. Also hier irgendwo. Wo? Vielleicht das Porträt. Ein Würfel. So eine Glocke. Engelsammel. Ja, es ist halt so, immer wenn man eine Woche nicht gespielt hat, dann kennt man die Orte wieder nicht mehr so, wo man war. Und erinnert sich natürlich wieder nicht daran, wo man hin wollte oder sollte. Die Glocke, die wird ja hier als Instrument passen, aber... Nee, hier soll ich auch nicht hin. Hier soll irgendwas sein, was ich machen kann. Emmas Porträt, Moment. Hier sind doch ganz viele. Kann man dann vielleicht eins hier irgendwo hinhängen? Guck mal, da fehlt doch eins. Ha, okay. Mal wieder einen Schritt weiter. Der König hat Emma offenbar wirklich als Teil der Familie betrachtet. Jetzt ist das hier aufgegangen. Aha, aha. Und was steht hier? Die Königin hat Unbehagen über den Geisteszustand des Königs geäußert. Aus gutem Grunde. Okay, Teufelshorn und Muschelhorn. Das Muschelhorn, das passt ja bestimmt hier rein. Oha. Aufgabe aktualisiert. Kapitel 8. The castle detective. This is wonderful news. Now we can look for the vault key. The vault key is hidden in Prince Leonard's tower somewhere. We should look for it there. Emma wüsste, wie man das Gewölbe öffnet. Ich muss ihr den Schlüssel geben. Ja. Aber erstmal gehen wir hier raus und gucken mal, weil wir jetzt hier rein können. Uhu. Aber hier konnten wir doch auch vorher hin. Ja, aber jetzt ist es wieder offen, ne? Ja, aha. Oh, Diese Schatzkiste zeigt eine grausige Hexe. Ja. Grausig. Goldmünzen und edelsteinbesetzte Kelche liegen hier überall achtlos herum. Da kann man auch was reintun. Wir waren ja hier aber schon mal drin. Diddling. Kann man jetzt hier vielleicht... Da lässt... Dann kann ich den Löwen... Glocke läuten. Teufelshorn. Hier kann ich was Neues machen. Ah, okay. Hier ist das Gewölbe auch offen, wo ich gerade war. So, was jetzt noch? Das blaue Ding... Ja. Jetzt suchen wir das hier. Das ist natürlich doof. Und das hier ist auch doof zu finden. Es sind beides doofe Sachen. Aber eins habe ich. Finde ich auch das andere. Ah, das kann schon wieder überall sein. Weiß ich nicht. Wo ist denn das? Oh, in dem Ding drinne. Ich werd verrückt. So. Da habe ich den Hexenanhänger jetzt. Hier fehlt das Teufelshorn. Und bekommen tue ich noch einen Würfel und eine Spielzeuglanze. Aha, aha. Okay.
Und wenn wir jetzt hier drinne sind, oha, was ist jetzt hier? Netz bekomme ich dann? Die Armen, sie hatten nicht so viel Glück wie Emma. Ich glaube, das Netz kann ich bestimmt bei dem lila Nebelding darüber packen. Das Banner des Königreichs der Lüfte hängt hier deutlich sichtbar als mahnende Erinnerung. Da fehlt ein Hebel. Mhm. Ist das da im Käfig ein kleiner Wicht? Das muss ich mir genauer ansehen. Hm. Oha. Dieses Skelett trägt Jacks Abzeichen. Was ist da drinne? Offensichtlich wurde Jacks Freundin nach dem Überfall ins Gefängnis gesteckt und dort vergessen. Aha, okay. Überall immer dieses Abzeichen. Was ist hier? Rumpelstilzchen wurde hier in roter Farbe an die Wand gekritzelt. Oha. Okay. So, dann können wir ja hier das jetzt reinsetzen. Und was spielen? Benutze die Zahl links, um eine Verbindung zwischen den einzelnen Symbolen zu schaffen. Ja, das kennen wir ja schon. Ich würde sagen, vier Schritte. Ach nee, das fängt ja immer mit oben hier an, ne? Mit Rot. So. Okay. So, vier Schritte dahin. Blau zwei Schritte und 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Das habe ich geschafft. Drei orangene. So. Vier grüne. Das wird aber schwierig. Nee, das kriege ich nicht hin wegen dem nächsten Moment. Da muss der halt außen rum und das ist auch total doof. 1, 2, 3, 4, 5. Geht aber. Aber nur, wenn ich hier so außen rum gehen würde. Der kann ja hier nicht lang. Das geht nicht. Da fehlt was. Ah, der letzte, der macht mir ein bisschen Sorgen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist voll doof, der ist immer im Weg. Wie soll denn das gehen? Ich meine, zum Grünen von da nach da. Ohne, dass der am Ende hier blockiert ist. Wie mache ich das denn? Dann muss ich den da lang laufen lassen. Der Orangene darf da gar nicht lang gehen eigentlich. Damit der Grüne hier lang gehen kann, oder? 1, 2, 3, 4. Das würde aber gar nicht reichen. Das reicht ja gar nicht. 1, 2, 3, 4. Der muss hier lang gehen. Der Orange muss dann hier lang gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Ja, dann geht das. Dann geht das. Moment. Das geht ja doch. Geht doch. So, und das Ganze jetzt nochmal. Bestimmt darf ich den hier nicht direkt nehmen. Muss ich aber. Anders geht das gar nicht. Der Grüne muss hier lang laufen. 1, 2, 3, 4, das würde nicht gehen. 1, 2, 3, 4, der Rote muss auch hier lang gehen. Geht nicht anders. Jetzt kommt Nummer Blau 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. So. Und Lila. Lila habe ich jetzt schön verbaut. Das ist toll. Oh, okay. Kriegen wir hin. Na also.
eigentlich gar nicht so schwer, aber manchmal, wenn man einen Schritt falsch baut, dann... So. Habe ich angeditscht. Und nun kriege ich einen Würfel. Alles klar. Vielen Dank für den Würfel. So, jetzt möchte ich gerne rausgehen, weil dann latsche ich hier mal wieder hin. Zu der hier und pack die mit dem Netz ab. Nein, das funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht geht. Tut es aber nicht. Dann nicht. Warte, da konnte ich irgendwas antippen. Was denn? Ach so, weil ich das lila machen kann. Aber da steht, dass ich das machen soll. Ich soll das abdecken, aber vielleicht eher tatsächlich mit einer Decke oder so. Und apropos hier, das mit diesen Gemälden muss man ja auch noch machen. Hm. Ja. Hier war ich jetzt. Da kann ich nicht hin. Der... Da ist, glaube ich, weiß nicht, ist hier noch was zu machen gerade? Den anderen Kelch kann ich hier hinstellen. Und bekomme was? Locher Leonard Emblem. Das Bild des sehr viel jüngeren Prinzen Leonard neben einem stolzen König. Tja. Und ein Locher. Ja. Gut. Schön. Locher. Hier kann aber auch immer noch was rein. Und da ist das Thronfragment. Dann bringen wir das doch mal erstmal weg. Und packen das da rein. Und dürfen wimmeln. Wäre ja viel zu langweilig sonst. Hm. Was soll ich denn noch holen? Ach so, das Ding hier. Dann so ein Stern. Das da auch bestimmt. Genau. Da kann ich noch was auf. Und da ist das Ding, was ich gesucht habe. Kann ich hier noch was aufmachen? Dann ist es nämlich immer kein Wunder, dass ich die Sachen nicht finde. Gib mir noch eine Hand. Okay. Keine Hand. Dann muss ich die Sachen suchen. Eine Kugel da, Perle. Jetzt nur noch das Teil. Wie so eine umgedrehte Blume. So eine Art umgedrehte Blume. Wo bist du, umgedrehte Blume? Immer, das ist da. Auf seiner Schulter. Und bekommen eine Smaragdkugel. Was? Kugelglocke meine ich. Smaragdglocke. Wir hatten doch schon eine, ne? Hier, genau. Die haben wir auch schon. So, was kann man denn hier mal machen? Hm, nix. Okay. Das ist toll. Der will seine Rüstung haben, ne? Der kriegt jetzt seine Lanze. Reicht das? Der Ritter braucht eine volle Rüstung. Okay. Reicht also nicht. Reicht also nicht, reicht also nicht. Dann kriegt er noch was anderes. Aber anscheinend nicht hier. Was können wir hier noch machen? Der braucht einen Hebel oder was war das? Tatsächlich, ein Locher noch. Und die Kurbel, genau das war das. Hm. Doofe Kuh, Kurbel. Oh, was? Was habe ich denn hier gemacht? Dieser Raum ist eine Kombination aus warmen Farben und edlen goldfarbenen Dekorationen. So als ob zwei Personen zusammen am Design gearbeitet haben. Ach was, das erkennt man alles so. Mal eben. Wenn ihr meint. So, ich hätte gerne mal einen Tipp, wo ich hin soll. Sonst irre ich hier noch ewig rum. Hier soll ich also wieder hin. Okay, dann schauen wir uns den Laden doch nochmal genauer an. Was war hier denn noch? Ja, ja, aber gibt es hier noch was zu tun? Der doofe Löwe nervt. Kann ich den da rausholen mit dem Netz? Da fehlt auch ja irgendwie ein Hebel. Das ist alles, was ich nicht habe. Wo kann man denn die Glocken mal hin tun? Hier soll ich gar nicht hin. Wo soll ich denn hin? Ein doofen Löwen. Hier mit dem Netz. Oh, tolle Falle für den Löwen. Naja, wenn ihr meint. So, wir wimmeln wieder.
So, was fehlt mir denn jetzt noch? So ein Kringelding. Da ist das Kringelding und die grünen Blätter auch noch. Dann das Teil da und ein goldenes Ding hier oben. Nein? Hm. Das da drinne vielleicht. Kann man hier noch was auf... Da, nein, das hängt da. Das hängt da. Ich hab's schon. Wichtemblem. Fertig. So. Völlig euphorisch. In diesem Schrank sind viele Dinge, aber leider nichts, was ich im Moment gebrauchen kann. An künstlerischem Talent fehlt es dem Königreich der Lüfte nicht. Nee. Ach, hier gehören die ganzen Würfel rein. Ah, so. Cool. Ich brauche noch 3 Würfel, nicht mehr. Jetzt haben wir alles. Machen wir mal die Zahlen einfach nach oder so. So, dann ist das eine 6. Ach so, man soll das so zusammen. Ich verstehe. Wie hier 4. Aber dann passt das hier mit dem... Ja, ja, das passt jetzt, aber das passt nicht. Hm. Wenn man hier einfach nur 3 jetzt macht. 3. Und hier nach 0 gibt's ja gar nicht. Das ist ja doof. Dann kann das doch nur 1. Mit 1 und 1, so. Weißt du? Aber das ergibt dann nur 7 und keine 8. Voll das Rechenrätsel und so. Ja, das geht nicht. Also ich meine das schon, aber das geht mit dem wieder nicht. Oh Mann, oh. Ich mach mal hier eine 2. So. Ist aber auch blöd. Mach mal hier eine 2. Und da muss ja dann eine 1 hin. So. Und hier? Genau. Das klappt. Das klappt. So, Käfighebel. Endlich habe ich mal einen Hebel gefunden. Das maßstabgetreue Modell des Königreichs der Lüfte. Ja, 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 ja. Ach ja, hier war ja auch noch was. Stimmt. Hier kann man ja das Dingsbums. Da kann das Emblem das und das Wichtemblem. Okay, das nicht. Aber 1 haben wir dann schon mal. Noch irgendwas hier? Nö. So, dann... Ach so. Nee, nee, nee. Geh da noch mal rein. Ist schon richtig. Ist schon richtig. Für Käfighebel. So. Was war denn jetzt hier? Ein kräftiger Luftzug kommt von da unten. Besser, ich halte mich davon fern. Jetzt haben wir den da runtergeholt. Und den hole ich auch noch mal runter. Okay. So. Ich dachte, da wäre jetzt was Lebendiges drinne. Eine Parabel freigeschaltet. Oh ja. Die hören wir uns mal an. Was denn jetzt? Welche hatten wir denn schon? Wir hatten Lady Emmas Abenteuer, glaube ich, schon. Welche haben wir jetzt fertig? Rumpelstilzchen, also das erste. Wunderbar. Once upon a time, a miller boasted his daughter could spin wheat into gold. The king demanded a demonstration, but the miller's daughter had no such skill. Knowing the dawn would bring her death, the daughter wept bitterly. Suddenly, an imp appeared before her and offered to spin the wheat in return for her firstborn child. The daughter agreed. Delighted, the king married her the next day. Their first child soon followed, and for a while, all was well. But one day, the imp reappeared, demanding what had been promised to him. The king and queen pleaded with the imp for mercy, so he proposed that if they could guess his name in 3 days' time, he would release their daughter from the promise. The king guessed rashly and was cursed, but with the help of a tiny messenger, the queen learned the imp's true name was Rumpelstiltskin. Foiled, the imp tried to leave, but the king had other plans. The king imprisoned the imp, forcing him to spin out gold every day. Soon, his kingdom grew rich beyond his wildest dreams, but the king's insatiable desire for gold would soon be his downfall. Oh, die 3 Söhne? Ach, da fehlen noch 3 von 4, 2 von 4, 3 von 4. Okay, gut. Vielleicht erfahren wir ja im nächsten Märchen mehr. Warum kettet jemand einen kleinen Wicht aus Steinen in einen Käfig ein? Ja, das weiß ich auch nicht. Irgendwie ist es makaber. Kann man die zum Leben erwecken? Wichtemblem? Nein.
Hm. Ist auch übel hier mit dem hier, der da hängt. Gut, dann habe ich das andere Emblem bekommen. Da fällt mir eigentlich nur zu ein, dass wir dann das da reinsetzen können. Genau, und warum gehört das da eigentlich nicht rein? Na, egal. Auch ein Emblem gehört hier aber nicht hin. Titititi. Was habe ich denn jetzt? Wo kommt das denn? Die Glocken wundern mich gerade auch ein bisschen. Genau, gib mir mal einen Tipp, wo ich hin soll. Was haben wir denn hier noch, was wir reintun können? Da bin ich ja schon rangegangen. Gibt es hier noch was zum Einsammeln oder so? Ach so, stimmt. Da war noch was. Ah, und da ist das andere Emblem. Die Geschichte eines Wichtes, einer Königin und eines Webstuhls. Das Bild ist identisch mit dem auf dem Wandbild im Raum nebenan. Also geht es um Rumpelstilzchen. Tja, irgendwie ist das Spiel eben gerade einfach mal abgestürzt in der Sequenz, warum auch immer. Aber wir können das hier noch einsammeln. Und diesmal stürzt es nicht ab und die Parabel ist fertig. Wunderbar, gleich die nächste. Dann wissen wir ja jetzt, wie es weitergeht. There was once a wealthy king who was a fanatical collector of valuable treasures. One day, he heard that an old crone had three unique treasures in her possession and paid her a visit. The crone presented to him three orphaned boys, each imbued with a special talent. She guaranteed their loyalty to the king, so he brought them to his kingdom and appointed them princes. The king's obsession with his fortune pushed him to increasing acts of madness. His subjects fled the kingdom in fear, but the three loyal princes remained by the king's side. It was on the deserted kingdom that the princes came of age and into their talents. The eldest prince, Leonard, grew to a mighty warrior with a quick temper and a love of battle. The second prince, Julian, was the king's closest confidant. A hedonist and shapeshifter, taking different appearances as he pleased. The youngest prince, Hugh, was an avid scholar. Pursuant of all knowledge, he developed magic beans that allowed them to live unnaturally long lives. The three were united in only one cause, to obey the king's whims. Their mindless devotion to the king made them a most fearsome foe to those who would cross him. Mhm. Nicht, dass der Löwe da hinten dann eigentlich dieser Julian ist oder Julian. Hallo Löwe, ich hasse es, ein Tier gefangen zu sehen, aber wenigstens komme ich so sicher daran vorbei. Ja, wenn der so die Gestalt von Tieren annehmen kann, dann würde das auch den Löwen und das alles erklären. Und auch das Wappen von Leonard so als starken Krieger. Ja, doch. Macht hier und da Sinn. So, kann man hier jetzt das aufschließen oder was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ich weiß jetzt nicht, welcher Gewölbe, wo war hier was? Nee, okay, ich soll dahin. Okay, Gewölbeschlüssel. Muss ich nochmal gucken, was war denn hier verschlossen, das da oben? Weil ich kann ja, im Moment konnte ich hier noch nichts aufschließen irgendwie. Da konnte ich doch auch nichts machen. War hier was zum Aufschließen oder was? Nee. Was wollt ihr denn hier von mir? Ach, wir sollen ja ihr den Schlüssel geben. Stimmt, bitteschön. Emma hat das Gewölbe geöffnet, dann werde ich mal meine Arbeit tun. Jetzt hätte ich auch selber geschafft. Du. Also echt. 3 von 4. Super. In welchem Zusammenhang stehen Anordnung und Symbole? Da ist die Kurbel, endlich mal. Das ist doch schön. Was haben wir hier? Dieser Webstuhl kommt mir bekannt vor, ja. Dass er das Porträt der Königin hier aufbewahrt, zeigt, wie sehr sie dem König noch am Herzen liegt. Ah, und da sind diese Dinger. Die Spiegel, die wir noch einsetzen sollen. Okay. Gold und andere Schätze sind wie Sand über den Boden verteilt. Gut, dann gehe ich mal erstmal hier hin. Oha! Wie geil! Guck mal, hier, Rapunzels Turm.
Ritterrüstung, noch eine Glocke, wie es scheint. Der süße Duft von Glockenblumen erfüllt die Luft. Da hat sich etwas im Haar verfangen. Im Kamm kriegen wir das bestimmt raus. Alles klar. Jemand mit langem goldenen Haar lebt in diesem Turm. Ich frage mich. Na, das wird doch die Rapunzel natürlich sein. Das ist aber ein anderes Märchen, eine andere Geschichte. Jetzt gehen wir mal erstmal wieder zurück. Warte, da gibt's was zu tun. Hier gibt's was zu tun. Das muss ich natürlich machen. Das kann ich nicht ignorieren. Früher oder später muss ich das sowieso machen. Das ist ja geil, Rapunzels Turm. Na, sieh mal einer an. So, das orangene Ding. So, das hier vorne auch. Das da. Such diesen goldenen Ring. Dieses Ding. Gibt's hier irgendwie unterm Kissen was? Oder am Häschen? Muss ich hier irgendwas wieder bewegen? Ich hoffe nicht. Und auch das finde ich nicht. Ich glaube, ich brauche mal Hilfe. Da ist der Ring. Wo ist denn jetzt das andere Teil? Das hier? Da ist es nicht. Das ist aber auch nicht so richtig Gold. Da ist es nicht. Ich bin ein Blindfisch, ich sehe es gerade nicht. Und ich kann keinen Tipp benutzen. Schweinerei Dach. Doch, ich kann tatsächlich an was drehen. Oh, okay. So, das war jetzt die letzte Glocke. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.